So. Wir wollten ja hier weitermachen. Los geht's! Schauen wir mal, was wir hier reißen. Zack. Ah, der steht jetzt schon. Volle Deckung! Okay, die hätten wir hier alle erledigt. Ah, ich habe eigentlich gar nicht Hallo gesagt, ne? Weil es hier gleich weiterging. Ja, dann sage ich noch nachträglich eben Hallo. Bin nämlich voll in Action gerade, deswegen. Yippie! So. Schicken wir da einen hin. Ich bin dabei. Bestätige! Ah. Alter Schwede, Miranda! Alles klar. Alter Schwede, wo die immer rumlaufen, ich glaub es nicht. Also die KI ist manchmal ein bisschen dämlich. Böse Tech-Überlastung aus. Das hat mich auch schon manchmal richtig, richtig geärgert. Weil die ständig am Abkacken sind. Jetzt gehst du da hin. Ja, auch nicht schlecht. Unterwegs! Geh schon, Feinde! Zack! Ey, seid ihr denn doof im Kopf oder was? Ihr sollt euch da hinstellen. Ey, ich glaube es nicht. Ich sag, die sollen sich da hinstellen und dann sterben sie. Und weil sie da überall herumlaufen. Meine Güte, das kann doch echt nicht so schwierig sein. Einfach das zu machen. Ja, dann muss ich hier wohl alleine durchkämpfen. Ich habe keinen Bock für die ständig Medikits verwenden. So, langsam wird die Muni knapp. Da läuft einer hinten, will mich einer von hinten umgehen. Aber solange die noch hier sind, sieht das schlecht für mich aus. Ich muss mal die hier nehmen. Ah, die Waffe ist zu schwach. Obwohl, eigentlich ist okay. Wozu brauchen wir die ganzen Leute hier? Ich mache das alles alleine. Ich muss aufpassen, dass er das von da oben nicht schießt. Hinten kommen noch welche. Warum sind es immer so viele? Hier, frisst das. Eieiei. Von wo kommen die? Da schon, kommt wieder einer von hinten. Ich habe immer das Gefühl, die laufen hier einmal rum. Schilde, 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 ich brauch Schilde. Okay. Was ist das? Wahrscheinlich
Wahrscheinlich gleich jemanden nachholen, damit ich nicht ganz alleine bin. Scheiße, schaff ich nicht. Ah, ey, diese Leute gehen mir so auf den Sack. Warum kacken die denn ständig ab? Ich schick sie nach vorne, damit sie da sitzen und sie laufen erst einmal komplett rum. Meine Güte. Muss ich anders probieren. Kein Plan. Kann doch echt nicht sein, dass die da so behindert herumlaufen. So, kennen wir. Los geht's! So muss es sein. Okay. Volle Deckung. Oh. Ah, das macht mich aggressiv. So, hier. Einer stellt sich dahin, ein anderer da. Geh ich nach vorne. Wenn es hier keiner schafft. So, hier, das Ding muss weg. Ich zünde sie an. Dahin. Bestätige. Meiner sehe ich hier von nichts. Löse Tech-Überlastung aus. Ja, Mann, ey, das ist eine behinderte Perspektive. Das wird ein harter Treffer. Werde den Schuss ausführen. Bestätige! Verstanden. So. Wo sind die Schweinepriester? Da hinten kommen welche rein. Aber der hier vorne will sich nicht zeigen. Feinde! Ah, hab ich daneben geschossen? Wir sind durch meine Schilde durch. Überlastung ausgelöst. So, Jungs, ihr müsst da rauf. So ein Scheiß. Ey, das ist doch zum Kotzen. Warum kommen die denn ständig da von hinten? Oh. Ey, dieses... ich kann da echt nichts zu sagen. Die sind mir echt keine Hilfe. Da bin ich alleine ja besser dran. Eigentlich sollen die nach vorne, aber dann laufen sie immer in den Tod. Es kann doch nicht sein, dass sie da so behindert sind. So, hier, zack. Überlasst die ihre Systeme. So. Nehme Deckung. Verstanden. Feinde! Volle Deckung! Guter Schuss! Was ist das? Halalalala! Das ist mir ein bisschen zu blöd, dass ich hier ständig das Ganze das Gleiche machen muss.
ich nicht. Ich zünde sie an. Ich gucke mich besser nochmal um, weil sonst kommt gleich hier was noch von hinten. So. Belastung ausgelöst. Meine Güte, das hätte ich auch fünfmal vorher machen können. Ich glaube, die anderen kommen da unendlich oder so. Kein Plan. Ah, das hat mich aufgeregt. So, Jack. Das ist deine einzige Chance. Cerberus. Zum Teufel wollen Sie? Sie retten. Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich bin hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Ja. Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Ich bin Ihre einzige Chance. Ich biete Ihnen an, Sie mitzunehmen und Sie fangen an zu diskutieren. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Nein. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Verhandeln ist unnötig. Schließen Sie sich mir an, dann werde ich für Sie tun, was ich kann. Keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Alles klar. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Shepard, dazu sind Sie nicht autorisiert. Oh, das ärgert den Cheerleader. Wird ja immer besser. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Dumm-di-dumm. Ja, Jack. Nun haben wir dich. Das war ein harter Kampf. So, wir haben Jack rekrutiert. Bisschen was gefunden. Ja. Beenden wir das. Ah, oh, das war echt nicht gut. Nicht gut. Naja, es kann ja nicht immer optimal laufen. Mich regt nur auf, dass die da immer so blöd ins Feuer reinrennen oder sich nicht an meine Anweisung halten. Also ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass die KI bei Mass Effect 3 besser ist. So, Sequenz wieder. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Ja gut, sie bekommt jetzt ihre Dateien. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Kopfschüttel. Ja, gut, geht's weiter? Gehen wir doch nochmal hier hin. Waffen-Upgrades. Können wir irgendwas verbessern? Ja, Schrotflinten, Schaden. Zack, nehmen wir mit. Weitere Upgrades, leider nicht. Panzerung, jo, Schadenschutz. Nehmen wir mit. Schussverbesserungen sind wie nach wie vor nicht für uns vorhanden. Okay. Was hast du zu sagen? Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Mhm. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Wie meinen Sie das? Sie haben Sorgen wegen Jack?
Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht. Aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Ich werde vorsichtig sein. Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Mal gucken. Hast du was zu plaudern? Einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Sie hat leider nie was. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später. Schauen wir hier nochmal. Nachrichten. Keine neuen Nachrichten. Gut. Gehen wir zu Jack. Bisschen quatschen mit Jack. Ja. Als nächste Mission würde uns bevorstehen der Kroganer. Ich hoffe, den können wir erledigen. Also nicht ihn, sondern also die Mission. Bevor die Main Story getriggert wird. Ich bin da noch nicht ganz schlau draus geworden, wann der Unbekannte sich wieder meldet. Das ist irgendwie manchmal unterschiedlich. Reden wir mal mit ihr. Hey. Untersuchen? Upgrades? Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding. Aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Ha. Aha, biotischer Schaden, also das ist für sie. Brauchen wir auch Element Zero 3000, also wir haben jetzt 2400, das heißt wir benötigen 600 noch. Und für ihn dann auch nochmal 3000, das heißt also 3600. Alles klar, danke. Sagen Jack. Sie Bescheid, wenn ich die Implantate anfertigen soll. Ja, ich will nochmal reden. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Kein Problem. Ich bin froh, dass Sie helfen. Irgendwas gefunden? Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Aha. Erzählen Sie mir von Cerberus. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Okay. Sie klingen aufgeregt. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Okay. Und willst du vielleicht ein anderes Quartier? Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Meine Mission ist so wichtig. Wir sind der gute Shepard. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Aha, okay, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Wie er das sagt, so okay. Trocken. Ich muss jetzt hier weg. Gut, reden wir nochmal hier im Maschinenraum. Da sind noch ein paar Leute, die was von uns benötigen. Das war die falsche Seite, wie immer. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ist schon okay. Nehmen Sie Haltung an. Hallo. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby.
Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Brauchen Sie was? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Wo ist das Problem? Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6-FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Und warum haben Sie die nicht? Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Kein Problem. Besorg ich. Weitermachen. Jawohl, Commander. So. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Okay. Der Codex wurde aktualisiert, ja. Ich denke, wir werden uns mal ein wenig umschauen. In der Galaxie. Als nächstes stünde uns ja der Kroganer an. Und das ist hier. Fliegen wir einfach mal hin. Wir können ja wenigstens mal Informationen uns da besorgen, was wir hier machen sollen. Ah ja, das ist dieser Planet. Aha, okay. Ich denke, das sollten wir erst in der nächsten Folge anfangen. Wir werden also hier mal ein bisschen Rohstoffe sammeln, weil wir ja hier gerade sind. Yep. Nehmen wir. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Die Tiere finden wir aber wahrscheinlich jetzt nicht so einfach. Es gibt da bestimmte Planeten eben nur für. Und... ja, die wollte ich ja eigentlich nochmal raussuchen. In welchen Systemen die liegen. Das muss ich noch machen. Da fehlt mir eigentlich, müsste auch noch mal nach Illum, weil da auch noch eine DLC-Mission ist. Eventuell machen wir die einfach bald mal. Das ist eine längere Mission, die so ein bisschen Zeit dauert. Ihr könnt es sagen, ob ich die dann gleich nach dem Kroganer machen soll. Die Mission nennt sich der Shadow Broker. Und wir treffen dort Liara wieder, die wir ja im ersten Teil als Partnerin hatten. Sonde unterwegs. So, hier so ein bisschen Zeug. Also ich hätte zumindest jetzt Lust auf die Mission. Die ist auch nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Da kann man ein paar Folgen gerne machen. Starte Sonde. Und man hat ein bisschen was davon, weil das einen kleinen Bonus bringt, diese Mission zu machen. Sonde gestartet. Ja. Hier irgendwo war noch was. Da. Sonde unterwegs. Ja, im Moment steht es wohl noch 1:1 bei den Ergebnissen, ob wir die Namen behalten sollten oder nicht, ist die Frage, wie entscheiden wir uns da? Wenn wir vielleicht Ressourcenüberschuss haben, vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich eine Münze werfen? Ich weiß nicht genau, wie wir es machen sollten, wenn die eine Person dafür, die andere dagegen ist. So, hier... Sonde gestartet. Also bisher habe ich die Namen eigentlich immer weggemacht. Aber, ja, keine Ahnung. Wenn ihr sie gerne behalten wollt oder nicht, so,
Wir brauchen mehr Antworten. So, auf diesen kleinen da. Eins gehen. Zack. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr Action in die Kommentare hineinbekämen. Ist ja nicht immer so viel los. Schauen doch noch nicht so viele das Let's Play. Starte Sonde. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass da wenigstens schon mal einige bei sind, die sich das regelmäßig anschauen. Sonde gestartet. Ja, und sich auch noch dann hier dran beteiligen. Finde ich sehr gut. So, hier. Da ist doch was. Starte Sonde. Ist nicht das Spannendste, was man so machen kann, Ressourcen sammeln, aber Starte Sonde. Ja, ist halt irgendwie nötig, das zu machen, ne? Hier war doch ein dicker Ausschlag eben. Ja. Sonde gestartet. So, der Planet ist auf niedrig. Hier haben wir auch noch einen. Mittel auch, ne? Und wie ihr seht, ist Iridium und Platin viel zu finden auf den ganzen Planeten. Oder ziemlich hohes Vorkommen an diesen Ressourcen. Sonde unterwegs. Dum-dum-dum. Ah, da war doch was. Lalalala. Ist echt nicht spannend, ne? Also ich weiß gar nicht, was ich hierbei erzählen Sonde soll. Unterwegs. Ich rette mich ja sonst im Spiel immer durch die ganzen Cutscenes oder durch die Action, die da gerade ist. Aber hier ist ja gar keine Action. Kann ich schon verstehen, dass das mal jemand langweilig findet. So, hier, da ist noch was. Starte Sonde. Niedrig. So, und der letzte Planet ist dieser hier. Schauen wir uns mal an. Ein Mitglied des Citadel-Rats hat Corlus zu Beginn dieses Jahrhunderts als Müllschiff mit Klima bezeichnet und seitdem versucht das Fremdenverkehrsamt von Corlus, das Image seines Planeten zu verbessern. Bisher hat es nicht geklappt, trotz des Slogans Corlus Recycling Zentrum der Galaxie. Sorgen Korruptionsskandale und erschreckend viele Morde dafür, dass sich am schlechten Ruf wohl so schnell nichts ändern wird. Corlus Hauptgeschäft ist das Zerlegen von ausgemusterten und schwer beschädigten Raumschiffen in ihre Einzelteile. Dieser Prozess ist zwar seit der Erfindung von Universalgel um einiges sauberer geworden, aber es produziert nach wie vor große Mengen an Smog, der den Himmel von Corlus verdüstert. Und vor allem liegen in den Häfen Megatonnen von Schrott herum. Eine schäbige Tourismusindustrie und eine Unterschicht mit Plündermentalität runden das Bild städtischen Verfalls ab. Hinweise für Reisende: Corlus nimmt in der Anzahl der Monde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-System ein. Zivile Reisende sollten vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. Ach, ich habe Monde gesagt? Morde. Corlus nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz im Terminus-System ein. Ja, dann landen wir mal. Schauen, ob es hier eine kleine Sequenz gibt oder nicht. Ja. Hierfür nehmen wir mit. Wen nehmen wir mit? Jack. Ich möchte Mordy mal mitnehmen. Und Miranda. Warte mal. Achso, sie hat ja nur das. Ach komm, nehmen wir sie so mit. Zack und zack. Ja klar. Punkte verteilen, das ist natürlich gut. Biotikmeisterschaft. Gesundheit plus 15%. Aufladen minus 15%. Und Vorbild und Abtrünnige kriege ich 70% dazu. Schaut hier mal auf diese blauen und orangenen Balken.
Zack. Wenn man natürlich nachher mehr Punkte hat, geht es natürlich auch weiter hoch. Miranda. Überlastung oder... Ja, Überlastung kann sie mal lernen. Sieht witzig aus mit dieser Brille. So, Mordi, mein Freund. Verbrennung, selbstverständlich. Verbrennung. Und Kyrostrahl. Ich glaube, ich mache das und den Kyrostrahl. Ja. Müssen wir mal bei Mordin schauen, was er für eine Waffe hat. Die Phalanx ist das Richtige. Und Shepard nimmt statt des Raketenwerfers den Granatwerfer mit. So, da landen wir. Ach, Müllplanet. Keine Ahnung, ob Okir freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Ja, und... Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend. Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kroganer-Warlord. Ja, ihr seht, hier ist alles Schrott und so weiter. Und wir werden uns im nächsten Teil damit beschäftigen, den Kroganer zu rekrutieren. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es nicht immer so spannend ist. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut!